muss nicht jedem zeigen, wie viel Follower du hast. Wir tauschen Nummern aus. Ja, okay. Er meinte, er hat noch ein paar Business-Ideen für mich. Ja. Und vor ein paar Coins, in die ich investieren kann. Wir haben schon den nächsten Tag. Ja, heute stehen zwei weitere Brunnen von Mark & Friends auf dem Plan. Da sind wir gerade auf dem Weg hin. Ja, hier sind wir beim ersten Stopp angekommen. Es hat doch jetzt ziemlich lang gedauert. Hier geht's zur Sache. Das ist hier ein Zusammenschluss von mehreren Dörfern. Also wir haben da ein Dorf, hier. Da wird schon das Schild dran gemacht. Wir hatten natürlich mehrere Folgen, insgesamt 4 Stück. Wir haben es jetzt auf 3 zusammengefasst. Wir hätten es sonst zeitlich nicht geschafft. Dieser Brunnen hier ist Jana Riva, Kevin Wolter, Abu Chulo, Mois und Memo gewidmet, die verteilt in dem, ich glaube, 2. Episode und 3. Episode mit dabei waren. Und ja, nur durch eure Unterstützung haben wir das Geld so zusammenbekommen. Ne? Ihr habt dafür geworben mit eurem Namen und habt euch irgendwie darauf verlassen, dass ich da mich drum kümmere. Und ja, vielen, vielen Dank. Ne? Das sind die Leute, die es am Ende bekommen haben. Ne? Und wie gestern auch, die Konstruktion ist eigentlich die gleiche. Man hat ein Fundament aus Beton. Ist das hier für die Menschen, hier für die Tiere hat man noch Wasser. Und hier gibt es auch eine Line dann fürs Hospital. Ne? Guck mal, da, Sascha hat Fußball noch mitgebracht. Sorgst du wieder für Unruhe hier, oder was? Ja. Ein bisschen, ja. Insgesamt muss man sagen, man braucht gewisse Faktoren, die zusammenführen müssen, damit man sowas realisieren kann. Zum einen brauchen wir natürlich eure Spenden da draußen. Das heißt, dass ihr auch Dr. Shahin zum Beispiel das Vertrauen schenkt, dass das Geld ankommt. Brauchen wir zum einen, aber genauso wichtig ist auch die Organisation von Dr. Shahin, dass man hier vor Ort Partner hat, auf die man sich verlassen kann. Und das ist in seiner Verantwortung, dass er da die richtigen Leute findet. Das heißt, man muss, bevor natürlich hier im Brunnen hingesetzt wird, muss man erstmal schauen, okay, wo ist das Wasser, wo muss man bohren, wie ist der Bedarf, wo ist der Bedarf am wichtigsten. Und da muss man auch ganz klar Dr. Shahin ein großes Dankeschön aussprechen, dass er uns das möglich macht. Das ist eine große Herausforderung, auch da nochmal vielen Dank dafür. Bei dem Brunnen haben wir jetzt eine Bohrung von ca. 20 Meter. Wie wir ja schon gesagt haben, gestern war ein bisschen Starkregen, von daher ist das Grundwasser auch hochgekommen. Und wir haben jetzt hier wirklich einen sehr, sehr guten Füllstand. Und so sieht das Ganze halt von innen aus. Hier ist unser letzter Stopp vorerst. Wir haben insgesamt nochmal, um zusammenzufassen, 8 Brunnen finanziert durch diese Mark & Friends Show. Hier haben wir nochmal unsere Gäste aus der 4. Episode. Wir haben in der 4. Episode dabei gehabt ein wirklich sehr, sehr tolles Team. Natürlich Nico, Sascha und so waren auch damit dabei, aber die haben es ja schon auf die andere Tafel geschafft. Diesmal möchte ich mich bedanken bei Trimax, Max, der für uns gekocht hat, Marcel, also Montana Black, und Abu Sultan, der Jungs in Episode Nummer 3 eingerenkt hat. Das war auch sehr lustig. Und ja, am Ende ohne diese Leute, die auf der Tafel stehen, geht's nicht. Ja, wenn ich alleine so ein Projekt realisieren will, kommt einfach die Aufmerksamkeit nicht zusammen. Und gerade in der letzten Episode haben wir, glaube ich, nochmal gut 7.000, 8.000 Euro eingesammelt. Und das verändert am Ende das Leben der Menschen hier. Und ohne euch Influencer, die mir vertrauen, geht das Ganze nicht. Und ja, damit möchte ich Danke sagen. Ich würde mir wünschen, dass wir ein Fußballfeld hätten oder irgendwie so Fußball- und Basketballfeld. Das, was wir so oft in Deutschland haben, weißt du, so ein Stahltor und einfach ein Basketballkorb. So. Das würde ich mir wünschen. Auch bei dem Boden ist es wieder so, dass mit diesen Solarpanels arbeitet. Damit gibt es so eine Pumpe und das Ganze wird dann über das Grundwasser halt versorgt. Der Tank oben wird befüllt und so läuft das dann. Ne? Sascha will immer jedem zeigen, wie viele Follower er hat. Und hier auch schon wieder, weißt du? Sascha, du musst nicht jedem zeigen, wie viele Follower du hast. Du musst nicht jedem zeigen, wie viele Follower du hast. Ich schon Nummern aus. Ja, okay. Ja. Willst du ein paar Abos klar machen hier, oder? Ja. Er meinte, er hat noch ein paar Business-Ideen für mich. Ja. Und vor allem ein paar Coins, für die ich investieren kann. Ja, jetzt werden wir gemeinsam noch ein neues Business aufmachen und skalieren. Krypto, Sascha. Ja. Wir haben jetzt gerade eine Kleinigkeit gegessen. Wir sind hier wieder in der Zentrale und mir sind die Stühle aufgefallen. Vielleicht kennt ihr die auch noch aus der Schulzeit. Ich habe ihn gefragt, woher er die hat. Tatsächlich aus Deutschland. Ihr müsst euch vorstellen, wenn wir jetzt auch in die Waisenhäuser reingehen und auch jetzt sowas aufbauen. Also falls ihr jemanden kennt, der vielleicht eine Auflösung hat oder sowas, Küchenequipment, Kühlschränke, Messer, Gabel, auch zum Thema Stühle und so weiter. Falls in der Schule etwas umdekoriert wird oder im Kindergarten oder sonst irgendwas, hier wird es benötigt. Sagt nur Bescheid, schreibt uns gerne eine Nachricht. Wir vermitteln das Ganze, lassen es abholen und dann kommt es per Container hier hin. Darum kümmert sich dann Dr. Shahin natürlich, aber ich wollte damit nur den Aufruf starten.
Ja, wir sind fast am Ende des Trips angekommen. Wir sind jetzt wieder im Hotel. Morgen geht unser Flieger relativ früh. Das heißt, wir müssen so gegen 4 Uhr hier los. Wir werden jetzt noch ein bisschen hier versuchen runterzukommen, alles zusammenzupacken, dann ein paar Stunden zu schlafen. Dann fliegen wir wieder in die Türkei. Kurzer Aufenthalt von 12 Stunden und dann geht's weiter. Ja, und jetzt ist der Tag der Abreise gekommen. Wir haben jetzt 3:30 sind jetzt auf dem Weg zum Flughafen. Ich warte noch auf die anderen. Ich bin komischerweise der Erste. Dann ist der Trip auch schon komplett, ne? Also ich glaube, jeder hat sehr viel Spaß gehabt und es hat einen bereichert. Schauen wir mal, wie wir so durchkommen, ne? In Istanbul haben wir noch einen langen Aufenthalt von über 12 Stunden. Da müssen wir uns noch ein Hotel suchen. Wir sind gelandet, ja. Jetzt sind wir in Istanbul nochmal angekommen. Hier bleiben wir noch eine Nacht und dann morgen um 9 Uhr bin ich wieder in Deutschland. Finally, ja. Ich glaube, ihr fliegt ein bisschen später los. Ich glaube, unsere Flüge unterscheiden sich gerade noch 5 Minuten. Ich glaube, du bist im Plan, dass du einen mag. Also bei mir stand auf dem Zettel 9 Uhr noch was. Hast du schon Termine gelegt oder was? Ja, ich muss morgen direkt weiter zu einem Kunden fahren nach Rothenburg. Und das sind knapp 4 Stunden aus Düsseldorf hin und 4 Stunden zurück. Da freue ich mich natürlich morgen sehr drauf. Aber muss hustlen, ne? Wer hatte recht? Wer recht hatte? Ja. Das willst du jetzt wirklich noch hören. Alter, Victoria, wenn du das siehst, wie hältst du es aus, Mann? Du hattest recht, okay, wusste ich doch nicht, dass unsere Flüge doch so weit auseinander sind. So, wir sind am Ende angekommen. Es ist, ich glaube, 6 Uhr mittlerweile. Ich bin auf dem Weg zum Gate. Hier trennen sich unsere Wege. Vielen Dank für diesen awesome Trip. Vielen Dank, dass du mir an dem Kauen jetzt auch mitgehst. Ja. Das war danke für die Einladung. Sehr gerne. Und ja, heute steht wieder viel an. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.